Chug-a-run, chug-a-run, Hallöchen und grüßt euch! Vielen Dank für fast 1000 Likes nach einem Tag. Meine Güte, das ist was ich von 100 Abonnenten! Yeah! Danke, auf alle Fälle, man könnte jetzt echt schon mit wahrer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir die beste Community weit und breit sind. Dafür zeige ich euch ausnahmsweise mal die Karte von Michaels Haus. Ja, den einen richtig coolen Glitch, wie ganz einfach in jedes Haus, was ihr im Story-Modus begehen könnt, hineinkommen können mit einem kleinen Trick. Oh, das war eine typische Janemann-Aktion. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich musste es euch zeigen, wie ich einfach mal drauf bin. Ja, es klappt nicht immer alles beim ersten Mal. Heute zeige ich euch einen richtig coolen Glitch als kleines Dankeschön. Wie schon gesagt, und zwar mit einem kleinen Trick, der sich immer bei jedem Gebäude gleich ist, könnt ihr in jedes Gebäude vom Story-Modus, auch im Online-Modus reingehen. Was ihr dafür braucht, ist einfach nur zu wenig Geld. Hört sich doch ganz nett an. Jeder hat zu wenig Geld. Und zwar müsst ihr euch einfach dann irgendwas kaufen, wenn ihr nicht genug Geld für diesen Artikel habt, sodass ihr automatisch in den PlayStation-Store geschickt wird. Aber gebt Obacht, meine Freunde. Wenn ihr zu viel Geld bei eurem Charakter habt, dass ihr euch selbst einen Adder leisten könntet, dann gebt das Geld einfach auf das Konto rauf, wechselt zu eurem zweiten Charakter und gebt dem zweiten Charakter das als Bargeld. Somit habt ihr das nicht mehr auf dem Konto beim ersten Charakter und euer erster Charakter hat das ganze Geld natürlich dann somit nicht und ihr könnt dann ganz einfach auch pleite sein und in den PlayStation Store wechseln, so wie ich. Und wenn ihr dann zurück seid, dann seid ihr an bestimmten Stellen, wenn ihr die bestimmten Orte halt gefunden habt, wo man sich in diese Gebäude reinglitschen kann, im Haus von Michael drin. Gerade habt ihr es ja schon gesehen, ihr müsst nur auf den Balkon gehen und ihr seht, dass Michaels Haus genauso wie im Story-Modus sehr detailgetreu eingerichtet ist. Da haben sie sich auf alle Fälle Mühe gegeben im Online-Modus, dass noch alles so schön ist. Und zwar kann man sogar hier in Jimmys Zimmer, heißt er glaube ich, Jimbo, surfen. Richtig geil, auf alle Fälle mal Internetzugang von Michael klauen. Hier ist ein richtig cooler anderer Ort, das ist schon etwas schwieriger. Und zwar rechnet man nicht damit, dass hier der Wallbreach ist. Und zwar geht man an diese Ecke des Gebäudes und dann, nachdem wir diesen Glitch angewendet haben, im PlayStation Store zu gehen und dann wieder rauszugehen, kommen wir hier einfach ins Arbeitszimmer. Zimmer von irgendeinem Officer hinein. Klopf, klopf, Herr Wachtmeister. Ja, das ist sein Zimmer. Allerdings ist hier ein kleiner Haken. Und zwar kann man nicht aus diesem Arbeitszimmer rausgehen. Man ist hier theoretisch gefangen. Und zwar seht ihr, wie ich hier alles kaputt schießen möchte. Aber ich komme hier nun so raus. Selbst die Tür geht nicht auf. Und das ist jetzt ein kleiner Tipp von mir. Einfach Selbstmord machen. Muss man übrigens bei jedem Wallbreach machen. Man kann von innen nicht die Türen aufmachen. Um wieder aus diesen ganzen Spots rauszukommen. Aus diesen Secret Locations, die man nur so begehen kann. Und jetzt kommt der Folterraum von Trevor noch einmal. Der muss unbedingt drin sein, denn der Trevor ist ein ganz verrückter Typ, das finde ich sehr sympathisch. Ja, sympathisch finde ich sowas. Da müssen wir nur auf dieses Dach gehen, dieses Gebäudes und uns neben diesen komischen Röhrendings da. Oh mein Gott, jetzt kommt ein neuer Hashtag. Da muss ich auf alle Fälle reinmachen. Da müssen wir uns jedenfalls einfach hinstellen, nachdem wir uns irgendwas im Handy kaufen wollten, wofür wir nicht genug Geld haben, aus dem PlayStation Store wieder rausgegangen sind, spawnen wir dann hier im Zimmer drin von Trevor, wo er in einer Mission einfach mal jemanden ganz böse foltert. Und dieser Raum ist ziemlich mysteriös, denn es gibt am Ende des Raums so einen fette schwarze Loch. Und zwar sehen wir schon da vor uns, grüner Raum. Was ist denn das? Jedenfalls gehen wir dann weiter, wird es ganz schwarz und immer dunkler und da wird es auf einmal auf und dann kann man auch nicht mehr weiterlaufen. Leider, ich dachte, da kommt jetzt was Revolutionäres, aber nein, es passiert da wirklich nichts und extra habe ich euch keinen Schrecken eingejagt, weil ihr euch ja beim letzten Mal so beschwert habt und ich bin ja auch ein netter Jannemann. Jetzt kommt noch ein anderer cooler Ort, der mich auf eine wahnsinnig geile Idee gebracht hat. Und zwar sind wir jetzt an Simeons Autohaus und hier seht ihr, dass die Texturen fehlen. Man fällt also, nachdem man wieder aus dem PlayStation Store rausgegangen ist, immer wieder runter. Ihr seht, ich wiederhole es nicht. Man spawnt dann nach einer Zeit wieder oben und fällt immer wieder durch diesen offenen Raum. Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Und zwar könnte man auch einfach mit dem Wallbreach, den ich euch mal verlinken werde, wie man unter die Map kommen kann, einfach unter die ganzen Häuser fliegen und gucken, welche Häuser einen Boden haben. Und dann könnte man sich so vom Dach oben von diesem Haus in das Haus mit diesem Glitch reinglitschen. Und dann könnte man letzten Endes ja auch nicht durchfliegen, denn diese Häuser haben ja einen Boden unten.
Und das ist auf alle Fälle revolutionär. So können wir ganz neue Wall Breaches noch finden. Ganz neue Gebäude, von denen wir vielleicht nicht einmal etwas wussten. Auf alle Fälle mal den Trick angucken, wie man unter die Map gehen kann. Dann könnt ihr damit vielleicht neue Gebäude entdecken und sie mir vielleicht auch schicken. Ich werde mich auf alle Fälle auch mal auf die Suche machen. Ich habe versucht, in dieses Grab schon reinzugehen, wo vielleicht das Jetpack stehen könnte. Man munkelt ja. Und das hat leider nicht funktioniert. Aber ich werde auf alle Fälle noch weitersuchen. Vielleicht finde ich ja dann noch ein paar andere richtig geile Locations. Hier im Hintergrund ist jetzt übrigens nochmal Franklins Haus. Ihr seht, dass das nicht so detailgetreu eingerichtet ist. Es ist kein Essen, kein Obst oder keine Pflanzen sind auf den Tischen. Aber sonst ist alles so wie im Story-Modus. Nur, dass Michaels Haus im Gegensatz zu Franklins Haus wesentlich detailgetreuer eingerichtet ist. Und außerdem zeige ich diese Location jetzt nicht, leider. Aber dafür jetzt die anderen Locations, bei denen wir gerade waren, damit ihr euch nicht wundern müsst. Warte mal, wo sind die Locations? Hier ist einmal die Location von Simeons Autohaus, wo man richtig lustig immer wieder runterfällt. Der Folterraum befindet sich hier. Und zu guter Letzt sehen wir hier noch einmal dieses Polizeirevier, wo man in das Zimmer des Officers hineingehen kann. Und das war's jetzt auch vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine aktive Community freuen. Und ein paar Bewertungen müsst ihr auf alle Fälle mal droppen. Denn ihr wisst ja, ein Like zu droppen wäre niemals zu toppen. Und dann wünsche ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Ian.